Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch im Director's Cut oder auch Broken Sword, wenn ihr in der englischen Sprache eher verfallen seid. Wir haben in der letzten Folge mit Lady Pierrement-Kirsche gesprochen und reden jetzt mal mit diesem Typen hier. Ich erkenne den Mann. Ach so? Es ist der Nobelpreisgewinner aus dem Land, das ich nicht aussprechen kann. Aha. Aus der Zeitung? Entschuldigung, habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Ah, in der Zeitung. Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr? Ja, das bin ich. Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Kennen Sie einen Typen mit Namen Plantard? Ich kenne doch nicht jeden in Paris. Oh, aber ihn vielleicht. Der Typ ist jetzt sowieso tot. Niemand kennt ihn. Fragen Sie mich nach toten Leuten. Ich habe mehr als genug Tote in meinem Leben gesehen. Das glaube ich Ihnen gern. Warum auch immer. Haben Sie einen Clown gesehen? Verzeihung. Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine Hosen sind aus England. Marks & Spencer. Es ist eine Freude. Und sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm, diese Stützfunktion. Freut mich wirklich, das zu hören. Wissen Sie, es ist schön zu wissen, dass auch Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind. In meinem Land benutzen die Leute Bindfäden und Eierkartons. Für Hosen? Für alles. Ach so. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. klar, hier mein Werkzeug. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ich zeige einfach jedem das scheiß Werkzeug. Würde Ihnen etwas einfallen, wenn ich Ihnen sage, dass man damit Kanaldeckel öffnet? Ihre Technologie erfüllt mich mit Ehrfurcht. Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich Khan. Oder Mona. Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich? Ich liebe ihn. Ich bin Privatdetektiv. Ach so. So, du kennst den also. Warum interessieren Sie sich für Khan? Er ist ein Feind meines Volkes. Was? Sie wissen, dass er ein Killer ist. Natürlich. Unter anderem. Würden Sie mir bei meinen Untersuchungen in puncto Khan helfen? Das ist nicht möglich. Mein Befehl lautet, beobachten. Ich kann meine Position als Ehrengast der hiesigen Regierung nicht gefährden. Bist du also ein Spion? Mhm. Was sagt Ihnen diese Clownsnase? Hallo. In meinem Land haben wir keine Verwendung für Clowns. Okay. Freut mich, das zu hören. Bei der letzten kulturellen Säuberung wurden sie gründlich ausgemerzt. What the Was fuck? Was ist mit Pantomimen? Haben Sie die auch erwischt? Alle weg. Unsere Straßen sind mimenfrei. Hört sich himmlisch an. Sagt Ihnen dieses verschmierte Taschentuch etwas? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Können wir ihm vielleicht mal die Hand geben? Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Okay. Schade. Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Okay, tschüss. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, gibt's denn hier den Empfangsmann? Da steht... wie sieht der denn aus? Das Melderegister für die Hotelgäste. Ein Schlüssel. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Kann ich ihn nehmen? Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, no? Nein. Wie käme ich dazu? Eben. Dann, Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Aber der Name für Zimmer 22 ist Moala. 22, okay, müssen wir uns merken. Hallo. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Ja. Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Außer Wenn dir. Wenn Sie das sagen. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Nein. Non, Monsieur. Keiner kennt den. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass?
Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifiziert. Was gibt es Einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Mist. Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Warum? Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Wohnt bei Ihnen ein Gast namens Khan? Non, Monsieur. Vielleicht möchten Sie mal im Melderegister nachsehen? Habe ich ja schon längst. Das habe ich schon gemacht. Hallo? Dann wissen Sie, dass ich die Wahrheit sage. Saint Armand möge mich mit einem Blitzstrahl treffen, wenn ich lüge. Der Mann, der sich selbst Khan nennt, hat eine Narbe auf der rechten Wange. Vraiment? Ich sage Ihnen, ich kenne keinen Mann mit Namen Khan. Vielleicht nicht, aber mir fällt auf, dass sich sein Gesichtsausdruck geändert hat, als ich die Narbe erwähnte. Hier, mein Was Werkzeug. Was halten Sie von diesem Werkzeug? Fantastisch, Monsieur. Fantastisch. Ich bin sicher, Sie benutzen es wie ein Profi. Ja. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Es ist Moalin, nicht wahr? Alias Khan, der Clown. Ich sagte Ihnen doch, das darf ich nicht sagen. Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Nicht persönlich. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Soll ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Hey, hinein, es könnte noch nützlich sein. Ich behalte es lieber. Wie Sie wünschen, Monsieur. Vielleicht würden Sie es gerne in eine kleine Plastiktüte stecken? Nein, ist schon so in Ordnung. Das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, aber naja. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Verdammt! Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Och. Oh yeah, sicher. Oh yeah. Na gut, dann gehen wir. Dürfen wir einfach nach oben gehen? Okay, das geht. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Wahrscheinlich abgeschlossen. Die Tür ist verschlossen. Natürlich. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das Zimmer des Killers. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Die Tür ist verschlossen. Natürlich. Wir müssen also irgendwie an den Schlüssel zumindest für 21 rankommen. Dann können wir vielleicht über das, über den Balkon oder so. Verdammt, oder können wir nochmal mit den Leuten reden? Gibt's jetzt neue Gesprächsoptionen? Und schon wieder. Hallo. Hallo. Das ist ein Foto von Khan, richtig? Das ist nur einer der vielen Namen, unter denen er bekannt ist. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. So, gute Frau, Piemont Kirsche. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Hallo, George. Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Ja. Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt. Genau. Ach, Sie möchten Morlan also belauschen? Unter anderem. Ich hoffte, es gäbe vielleicht eine Verbindungstür. Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Aha, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie hier bringt.
Hallo? Sie da drüben? Diener? Oui, Diener. Madame? Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Wie er geht. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Jep, zack. Meiner. Zack, tschö. Bevor er merkt, gehen wir mal wieder. So, wir haben den Schlüssel. Den benutzen wir mal in dieser Tür. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Genau. Okay, es gibt auch keinen Balkon, schade. Sollen wir hier? Ein riesiger Mahagonischrank. Wow. Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Ii. Okay, was haben wir da? Ein Nachttischschränkchen. Hier ein Fenster. Ich will neben raus. Dem Bett steht ein kleines Nachttischchen. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Ii. Was ist das denn für ein Hotel? So, Fenster auf, raus und drüben wieder rein. Das geht sogar wirklich. Oh Gott. Und das Fenster ist sogar offen. Perfetto. Geile Aussicht auch aus den Fenstern hier. Der Schrank hat keine Schubladen, nur eine einzelne Tür. Und dann mal auf damit. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Meinst du? Na gut, ein Bett. Das Bett ist viel, viel größer als die schmale Pritsche, die in meinem Zimmer steht. Gehen wir uns erstmal ein Stück hinlegen. Ein bisschen, ein Stück hinlegen. Ich lege mir mal ein Stück hin. Gute Nacht. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Okay. Hm. Oh. Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Verdammt. Das hat er bestimmt unten im Safe eingelagert. Vielleicht hat er was im Schrank. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Das waren viele Adjektive. Nee, nicht wieder zumachen. Der Schrank ist ein Hä? Oh, da sind noch zwei Punkte. Da ist ein Punkt. Und da ist noch ein Punkt. Aber der macht schon wieder zu. Der Schrank ist ein Okay. Schade. Ich verstehe nicht, warum dann da zwei Punkte sind. Der Schrank ist ein solides. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Ja, okay, gut. Da muss es doch mehr geben. Es kann nicht sein, dass es alles ist. Rauskommen wahrscheinlich eh nicht. Es ist Khan. Oh nein. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Ah, in den Schrank. Sehr gut. Er geht an den Schrank. Als Khan den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Puh. Glück gehabt. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Ich schon. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben. Er hat seine karierte Hose auf dem Bett liegen lassen. Phew. Dann untersuchen wir die doch mal. Gleich können wir noch was lesen. Ein Streifen am Seitensaum der Hose ist aufgetrennt und dann wieder zugenäht worden. Mit stärkerem Faden und einem speziellen Stich.
Ich habe dieses bestimmte Gefühl, das du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. In der Tasche ist nichts. In der Tasche? Die Tasche ist leer. Haben wir irgendwas, womit wir das aufmachen können? Vielleicht hiermit? Das kann ich nicht. Ein Streifen und... Wir brauchen also irgendwie ein Messer oder so. Ich drehe die Hose auf links. Nee, du hast ihn einfach nur umgedreht. Ich will gar nicht daran denken, dass hier mal der Arsch des Mörders drin steckte. Was sind das denn für Ausdrücke? Ich finde nichts in der Tasche. Was haben wir da? Ich finde eine normale Streichholzschachtel. Keine Streichhölzer, keine Hinweise. Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Was? Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Was? Ich kremple die Hose wieder um. Du drehst sie nur um. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen Ausweis. Dort steht Thomas Mörlin. Ach, Thomas heißt er auch noch. Toll, toll, dass er auch noch Thomas heißt. Finde ich super. So, was haben wir für neue Infos? Das war verdammt knapp. Ich habe Kahns Hotelzimmer durchsucht, als er plötzlich hereinkam. Ich habe mich in seinem Schrank versteckt. Mein Herz hat so laut gepocht, dass ich dachte, er müsste es hören. Er hat seine Hose auf dem Bett gelassen. Ich fand ein Streichholzbriefchen mit der Aufschrift Club à la Mut und einen gefälschten Elektrikerausweis. Damit können wir ja dann bestimmt... Kann ich jetzt einfach hier raus? Ja, haben wir doch gerade schon gelesen. Können wir jetzt einfach hier rausgehen? Ach, das geht. Okay. Dann können wir jetzt vielleicht an den Safe ran. Was jetzt, Monsieur? Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Ja. Absolut. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Reingefallen. Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Ficon es unter Garantie rausgebetet. Rausgebetet? Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Ach, das ist aber nett. Okay, danke. Wie kommen wir denn jetzt an den Safe ran? Hat der noch irgendwas? Und schon wieder. Hallo. Das ist ein Foto. Das ist... Erkennen Sie diesen Schlüssel? Nein, leider nicht. Sagt Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas? Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Erkennen Sie ihn nicht? Nein, tut mir leid. Okay. Kennen Sie diese Karte? Nein. Nein, okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die war so hilfsbereit. Vielleicht hilft ihr uns ja nochmal. Das fände ich voll super. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Habe ich Ihnen dieses Foto schon gezeigt? Ja, Darling. Das ist der Schlüssel zur Zimmer 21. Das ist das Zimmer neben diesem miesen Moulin, nicht wahr? Ja, und es ist frei. Wirklich? Wie praktisch. Vielleicht war es ja nur meine Fantasie, aber ich hatte ein ungutes Gefühl bei dieser Situation. Warum? Yeah. Hä? Steh ich Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Moulins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Ja. Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ja.
Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Moalins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Die ist so cool. Jetzt hilft ihr uns schon wieder. Klasse. Was tut sie denn jetzt? Die ist voll toll, die Frau. Ich mag die. Haben Sie ein Päckchen von Moalin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Moalins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Moalin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Genau. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Was? Einen Augenblick, bitte. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Moalin. Merci Danke. Beaucoup. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nicos Wohnung bin. Okay. Dann lesen wir noch schnell, was hier steht. Lady Pierrement ist fantastisch, finde ich auch. Also wenn ich ein paar hundert Jahre älter wäre. Nachdem sie mir geholfen hat, seinen Zimmerschlüssel zu bekommen, hat sie sein Hotelsafe für mich geknackt. Haha, sehr gut. Und dann werden wir mal speichern. LP3. Oh, 4%, 18%. Spielstand gespeichert. Wie viel Prozent sind wir jetzt schon? 30% schon. Yeah, wir machen Fortschritte. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Broken Sword oder Baphomets Fluch, der Director's Cut. Macht's gut. Tschüsschen.